Was geht YouTube? Marcel ist back am Start hier für euch und heute gucken wir uns ein Video von Survival Martin an. Wir hatten uns von ihm und seinem Kollegen Fritz Meinecke vor kurzem angeschaut, 50 Kilometer geradeaus laufen. Jetzt ist es Überleben nur mit dem Feuerzeug über Nacht in der Wildnis ohne Ausrüstung. Sprich, mein absolutes Horrorszenario. Ihr wisst Leute, für Daily Uploads könnt ihr mit dem Kanal hier gerne folgen oder whatever oder liken oder macht ganz entspannt, wie ihr wollt. Müsst ihr auch nicht machen. Wir gucken uns das Video jetzt gemeinsam an. Let's go. Nichts, gar nichts, außer ein Feuerzeug. Oh Mann! Ich liebe es, dass er immer so ausrastet. Das ist sehr sympathisch. Da machen wir das Feuer hin. Oh, mir ist kalt, richtig, richtig kalt. Der hat einen Käfer am Gesicht gehabt. Hallihallo, Lülle. Herzlich willkommen in einer neuen Folge von Survival Martin. Heute wieder ein Survival-Selbstversuch. Stellt euch vor, ihr seid in der Wildnis unterwegs und habt nichts dabei. Kein Messer, kein Schlafsack, keine Isomatte, kein Zelt, nichts, gar nichts, außer ein Feuerzeug. Wer Resident Evil Code Veronica X gespielt hat, der weiß, mit dem Feuerzeug kann man auch einiges anstellen. Ihr müsst damit den Tag und die Nacht überleben, damit ihr am nächsten Tag in die Zivilisation findet. Denn ihr habt euch verirrt. Jedem von euch kann es passieren. Und ihr habt nur ein Feuerzeug am Mann. Ob das funktioniert, ob man damit klarkommt, ich bekomme es für euch raus. Freunde, natürlich habe ich einen Kameramann dabei. Max hat natürlich seine komplette Ausrüstung dabei, wird aber nicht bei mir bleiben. Wir haben jetzt folgende Probleme. Das erste Problem ist, dass es relativ schnell dunkel wird. Das heißt, wir müssen in kürzester Zeit eine sichere Behausung finden oder einen Shelter bauen. Denn wenn die Nacht kommt, muss ich quasi geschützt sein. Von oben, vom Wasser und vor der Kälte. Apropos Kälte. Es ist ja halt echt übertrieben kalt. Also ich komme ja schon vor wie ein Survival-Künstler, wenn ich mit Scoops hier mal eine Runde um den Block gehe. Ja gut, das ist vielleicht eine leicht andere Voraussetzung. Ist ein Thermometer dabei? Ja. Was sagt es? 6,9 Grad. Das sind jetzt noch 6,9 Grad. Die Sonne ist noch so ein bisschen draußen, aber das wird sich in den Abendstunden auf jeden Fall drastisch verändern. Und ich denke, so 0 Grad werden wir die Nacht auf jeden Fall haben. Das heißt also, ein Feuer ist unabdingbar. Und darum kümmern wir uns, wenn wir eine sichere Behausung gefunden haben. Aber immer daran denken, wenn man auf dem Weg ist und sucht, gleich gewisse Sachen nutzen, die man findet. Zum Beispiel halte ich immer nach Birkenrinde Ausschau. Und ja, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Strecke und ich versuche irgendwas zu finden. Erstmal da runterfallen, gar keinen Bock. Eieiei. Aber diese Drohnenaufnahmen und so immer, das machen die schon geil, muss man sagen. Gefällt mir. Da ich ja kein Messer habe, aber ich irgendwas brauche, womit ich zum Beispiel... Als ob da jetzt zufällig dieser perfekt angespitzte Stein lag. Aber ich will mir jetzt nicht unterstellen, dass es nicht so war, aber dann Glück gehabt. Wenn du schneidest oder sowas. Ah. Hier so eine, guck mal hier, wenn du die aufschlägst, die Kante, die wird ultra scharf hier. Warte mal, Vorsicht. Ja, guck, so eine Bruchkante, oha, ist halt ultra scharf, ne? Ich nehme auch beide Stücken mit, wenn eine stumpf ist. Ja, das ist schon nicht... Falls man dann doch nachts den Kameramann essen muss, hat man da schon mal das richtige Material. Ohne, hier vorne hast du so eine schöne Spitze, hier ist auch schön scharf. Mitnehmen. Brauchen wir gleich. Guck mal, hier könnte fast ein Unterschlupf sein. Nur ein bisschen klein. Aber sowas in der Art... Sieht Rundern gemütlich aus auf jeden Fall. Gerade gesehen hier wächst an der Kante Waldsauerklee. Normalerweise nimmt man den frisch, wenn er im Frühjahr blüht, aber... Der ist dezent sauer, also wie Zitronengras. Also eine Handvoll kann man ohne Probleme essen, aber man sollte nicht zu viel davon essen, sonst kriegt man Bauchschmerzen. Ja, einfach so eine frische im Mund zu kriegen, ist das schon ziemlich cool. Weiter geht's. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Jetzt ist es gerade aktuell kurz vor. Ich finde das immer sehr, ich weiß nicht, jetzt bei euch auch so, ich finde das sehr beeindruckend, wenn jemand sowas kann, weil wir wüssten ganz genau, wenn ich jetzt in die Wildnis geschmissen werde, das war's. Rest in peace, Marcel. Bei ihm weiß man ganz genau, ein paar Tage macht der locker, der findet da schon seinen Weg. Und ich so, Digga, wie soll ich Feuer anmachen? Das war's. Was hat die Temperatur? Ja, der ist jetzt am Mann gehabt, ne? Ja, wir haben jetzt 7,6. Geht wärmer. Also. Geht Richtung Sommer. Gut, weiter geht's. Wir checken jetzt, ob da Wasser ist, ob man das trinken kann. Und ich hoffe, dass wir noch tote Birken finden. Richtig gut. Guck mal, Leute. Zum einen haben wir hier die Birke. Zum anderen läuft hier auch Wasser lang. Und hier hängt auch schon. Jawohl. Hängt auch schon die Birken drin. Einfach abziehen. Boah, perfekt. Ja, die brennt, glaube ich, perfekt. Ne? Boah, wie schön das aussieht. Oh, richtig gutes Zeug. So, und jetzt werde ich gleich die Gelegenheit nutzen und mal was trinken. Prost. Ah. Aber so ein richtig frisches Wasser, irgendwie finde ich es gar nicht eklig, sondern irgendwie finde ich es geil. Ich weiß nicht warum. Oh. Oh. Richtig kalt, kristallklar. So wie das hier aussieht, sieht das richtig gut aus. Ich folge jetzt einfach dem Wasserverlauf. Ein Stück weiter hoch und guck mal, was da kommt. Mhm. Ganz wichtig, Leute, nicht in der Nähe von dem Bach direkt pennen, weil der Untergrund ist komplett nass. Das heißt, die Feuchtigkeit steigt auf und es wird ultra kalt, der Untergrund. Ich merke auch richtig schon nach den ersten Stunden, wie ich so einen Hunger kriege. Gutes Thema, Max gönnt sich gerade erstmal schnell einen Megabyte. Für mich fällt das natürlich flach.
Ich will halt nichts essen und auch keine, ne, keine Nahrung. Max isst Schokoriegel, Martin isst Max. Deshalb, aber wenn ihr euch was gönnen wollt für unterwegs, perfekte Alternative zu irgendwelchen anderen Sachen. Guck dir das mal an, das ist halt ultra wenig Platz, ne? Kannst dich halt nicht lang machen, nichts, gar nichts. Wo willst du hier das Feuer machen? Also ich finde, das ist zwar schon ganz cool, aber noch nicht perfekt. Wir können ja mal da oben gucken. Ist nicht genug Platz. Die Natur ist schon was Faszinierendes, ne? Das ist einfach alles so da. Das ist noch so eine Felsformation. Also das hier ist im äußersten Notfall eine Möglichkeit, aber naja, geil ist es nicht. Haha, Max, guck mal hier. Das sieht richtig gut aus. Das ist, guck mal, also ich habe jetzt, wenn ich hier so wirklich mich in die Ecke kaue, komplett Überstand, ne? Das ist komplett. Cool. Also eigentlich von der Sache her ist das schon ziemlich cool, aber die Frage ist ja, wo mache ich das Feuer hin? Hier oben macht keinen Sinn, die Wärme geht flöten. Also es wäre eigentlich von der Sinnhaftigkeit her so, hier in die Ecke das Feuer zu machen. Vielleicht sogar zu sagen, okay, man setzt sich direkt daneben, neben das Feuer und macht das da oder direkt hier. Weil die ganzen Steine werden warm und reflektieren wie so. Ah, stimmt, das ist gut. Das könnte was sein. Irgendwie finde ich das gerade richtig satisfying. Irgendwie macht mich gerade richtig glücklich, dass er diese Stelle gefunden hat. War noch nie so glücklich in meinem Leben. Das ist auch ein ordentlicher Überstand. Also das ist auch ein richtig kranker Überstand hier. Aber der Überstand ist hier. Einfach mal der Fels. Digga, man muss einfach auch vertrauen, dass es nicht heute ist, der Tag, an dem dieser Fels sich denkt, ja gut, heute falle ich mal runter. Doch, geht schon. Also wenn du anwinkelst. Ich sehe da oben, guck mal, ein komplettes Loch, ne? Ein richtiges Loch. Na okay, das, ja, Alter, wie dieser Stein da einfach noch zwischenhängt, ey. Wenn der weiter drin wäre, wäre es perfekt. Aber hast du keine Angst wegen den Steinen hier irgendwie? Dass die lose sein können? Das hat die letzten 100 Jahre so gehalten. Dann sollte das heute eine Nacht auch noch halten. Ja, gut. Ich, aber ja. So ein kleines beklemmendes Gefühl habe ich schon. Ja, also sowas, ne? Sowas. Ja, ja, genau den meinte ich eben. Und der sich nur in Mühe bewegt. Den mal nachts auf die Klöten, dann war es das, glaube ich. Ich glaube, was Besseres werde ich nicht finden. Und ich habe auch gar keine Zeit mehr, irgendwas noch zu finden. Vor allem echt, wenn da irgendein Stein in Bewegung kommt, dann geht da die Kettenreaktion des Grauens los. Wir werden ultra kalt. Das heißt, wir werden jetzt ein Gerüst aus Holz bauen, dann Tanne drauf, eine Schicht Moos. Halt so, ja, quasi komplette Dämmung. Jetzt beginnt der anstrengende Teil. Was man auch nicht vergessen darf, ich habe keine Handschuhe. Das wird wieder richtig, das ist richtig, richtig böse. Martin, so erstmal einen bauen. Ich meine natürlich eine Feuerstelle, was habt ihr denn gedacht? Bequem? Ja, noch geht's, aber es wird jetzt schon kalt von unten, ne? Das ist das Ding. Ich habe versucht gerade so ein bisschen Moos abzuziehen von der Erde. Die ist halt ultra nass. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Mit dem Feuer müssen wir auch noch mal gucken. Also ich glaube, hier in der Ecke kommt kein Feuer hin. Vielleicht baue ich mir hier vorne irgendwie was. Aus Stein oder so. Gefühlt habe ich jetzt hier eine Tonne angeschafft. Wichtig ist natürlich auch zu sagen, dass Max natürlich nur Kameramann ist und mir nicht dabei helfen sollte. Ich rühre hier keinen Finger. Das wäre ich auch. Da sehe ich mich keinen Finger rühren, auch bei Umzügen. Da bin ich genau der richtige Typ für. Am Rand stehen und meistens so tun, als ob man arbeitet, aber eigentlich gar nichts machen. You got me. So, ich mache mal eine Probe liegen. Was ich gerade merke ist, hier hinten, wo die Beine aufliegen, hier muss noch was hin. Aber hier ist schon mal gut, also das Becken ist schon mal gut isoliert. Ich hoffe, dass die... Ja, man hat hier auch die richtige Form an der richtigen Stelle, sage ich jetzt mal. Felsen hier hinten irgendwann dann so ein bisschen Wärme abkriegen, dass ich das hier dann quasi... Fängt die Wärme. Ist halt auch kein King-Size-Bett, ne? Und hier drüben... Sieht schon krass ungemütlich aus. So Steine aufgestapelt. Und hier drauf das Feuer zu machen. Irgendwie hätte ich dann Angst, dass ich selber anfange zu brennen. Macht's nicht nach. Das ist ultra gefährlich. Das ist alles trocken hier. Wenn hier ein Funke reingeht, kann das ganz schnell sich entzünden. Wie löst du das denn mit dem Funken? Gar nicht. Aufpassen. Ich werde jetzt Totholz suchen wie so ein Irrer, damit ich das hier... Übel gefährlich, macht sich nach. Was deine Sicherheitsvorkehrung? Ich habe keine. Ich hoffe, dass der Rauch direkt oben abzieht. Weil wenn hier drin der Rauch bleibt, dann sterbe ich. An der Kohlenmonoxidvergiftung. Und das wollen wir nicht. Man weiß auch nicht, stirbt man, weil man erfriert, weil es nachts zu kalt wird? Stirbt man an der Kohlenmonoxidvergiftung? Stirbt man, weil man verbrennt? Oder stirbt man, weil der Stein auf einen runterfällt? Man kann sich quasi eins aussuchen. Die Dinger sollen ja auch keinen Schönheitspreis gewinnen, sondern sie sollen ihren Zweck erfüllen. Und wenn der hier gerade so liegt... Super. Ich habe einmal, Leute, so einen ganz hohlen Stock aufgehoben und dann war mein ganzer Körper voller Ameisen. Das war so ekelhaft. Oh, ich habe richtig Panik, wenn ich dran zurückdenke. So, komm schon. Obwohl ich auf dem Dorf groß geworden bin, aber an sowas kann ich mich nie gewöhnen. Der Wärmeverlust so wenig wie möglich ist.
Was machst du jetzt hier in der Höhle? Max, manchmal habe ich das Gefühl, auf das Gefühl zu hören, aufs Bauchgefühl. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas sagt mir die ganze Zeit, dass das hier besser ist. Wir stellen das hier alles vor, da machen wir das Feuer hin. Ach krass, er zieht nochmal um hier. Hätte ich ja auch schon wieder gar keinen Bock drauf. Seite, da kann ich mir ultra viel Trockenholz reinschmeißen und es bleibt auch trocken. Verstehst du, wenn es regnet? Ja. Ich hätte so Angst, dass da irgendwelche Tiere drin sind. Ich kann gar nicht lang schnacken. Manchmal muss man aber auch sein Bauchgefühl hören. Plot-Twist, der Stein ist runtergefallen. Oh Mann, ey. Ich weiß jetzt nicht, ob das die richtige Entscheidung war, so kurz vor knapp. Egal, das werden wir merken. Das werde ich merken, wenn die Nacht kommt. Ich werde abzittern muss. Hast du geschnitten? Ja, ist halt irgendwas beim Breaken schiefgelaufen. Oh, Mann! Ich kenne das Gefühl so gut. Ich war früher ganz schlimm so. Wie er jetzt, mittlerweile bin ich ein bisschen weniger so, aber ich bin auch bei sowas, ich bin da so ein Crybaby, ich reg mich die ganze Zeit auf, ich schreie da auch rum, wenn ich eine Schraube nicht reinkriege, ich schreie hier durchs Haus. Warum ist man aber so hardcore aggressiv in diesen Momenten? Oha, das sieht voll geil aus. Krass. Boah, heftig, man, diese Shots und so. Mir hätte ich jetzt selber Bock auf so eine Expedition. Ich kann das Video ja auch mal versuchen, aber leider wird es niemals hochgeladen, weil ich sowas von zwei Eisbären aufgegessen werde. Das ist zum draufzuliegen. Aber es dichtet ultra krass das Schild. Und ja, Eisbären. Das sieht ja nicht toll aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Hoffe ich. Die Sonne geht unter, Leute. Ich habe auch keine große Zeit, irgendwie groß zu filmen. Ich muss mich jetzt echt dran halten. Aber ich habe gemerkt, dass der Teppich hier oben, also das Moos, was oben auf dem Felsen drauf ist, an manchen Stellen so trocken ist, ich habe mir davon richtig viele, die ich jetzt gekriegt habe, unten als Polster an die Steine rangemacht. Mal gucken, vielleicht bringt es ein bisschen was. Macht euch keine Sorgen, Moos wächst innerhalb kürzester Zeit sofort wieder nach. Sieht irgendwie gemütlich aus, würde gerne da wohnen. Halt ultra gut, das ist wie so ein Dämmstoff. Und ich muss dir ganz ehrlich gestehen, das Schlimmste, was mir fehlt, sind nach wie vor Handschuhe und ein Messer. Wie sehen deine Hände aus? Krass, dass er das Ding auch echt ohne Equipment durchzieht. Hier, die Wunde ist jetzt ein bisschen verdreckt. Ja, es geht, sagen wir es mal so. Was man hierbei nicht vergessen darf, ist, es geht... Wie findet der Kameramann ihn später wieder? Oder denkt ihr, die machen das schon so ein bisschen Setup? Also entweder, dass der Kameramann da bleibt, wovon ich nicht ausgehe, oder dass er dann halt nicht die ganze Nacht da bleibt. Wobei, dann müssten sie ja trotzdem zurückgehen, wenn es wieder hell ist. Oder sie drehen die Morgenszene jetzt schon, aber das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Wahrscheinlich ist es einfach legit. Es geht darum, dass ich bis morgen früh durchhalte, überlebe und dann bei Tagesanbruch mit dem nächsten Licht quasi raus aus der Wildnis einen urbanen Bereich erreiche, wo von da aus man halt einfach dann wieder... Ah, okay, verstehe. Das heißt, er muss wirklich den ganzen Weg auch dann alleine rausfinden. Okay, nice. Das ist cool. Krass, das heißt, das Experiment beginnt quasi erst ab der Nacht jetzt. Das ist klar. In Deutschland, da sind wir mal ehrlich, ist es eigentlich unrealistisch. Aber stellt euch vor, ihr seid irgendwo in Vancouver, in Kanada, in Alaska. Irgendwo. Ja, und dann kommt der Grizzly um die Ecke und das war's dann. Da seid ihr aufgeschmissen. Und da musst du halt reagieren. Und dann hast du nur ein Feuerzeug. Ihr könnt selber sehen, es ist stockefinster inzwischen. Wir gehen in den Nightshoot und dann geht's Feuer an. Holzlager ist übrigens voll. Sieht man das? Es quillt hinten quasi über. Ich mache jetzt mal bei mir auch die Lampen ein bisschen aus, damit ich hier nicht so überhell in der Ecke bin. Jetzt beginnt auch die für mich. Wir gehen in den richtigen Modus. Bis morgen früh. Da drin. Von jetzt an. Ich meine, wir haben es jetzt. Guck mal auf die Uhr. Wir haben es jetzt 16.29 Uhr. Krass, schon so dunkel. Alter, er muss jetzt so viele Stunden da aushalten. Ich hätte jetzt gedacht, das ist irgendwie später, aber stimmt, es ist ja Winter. Logischerweise ist es ja jetzt schon so. Krass. Das wird hart. Ja. Ich reiße jetzt von der Birkenrinde kleine Fäden ab. Das heißt, die sind so. Nicht dicker machen. Und die esse ich. Dann nehme ich mir einen davon und zünd den an. Ich halte es auch für realistisch. Selbst wenn dieses Feuerzeug irgendwann mal alle wäre, hier oben der Feuerstein, und den sieht man ja, der würde auch funktionieren auf der Birkenrinde. Aber ich habe jetzt nicht die Zeit, das auch noch zu probieren. Das kann man gerne mal in einem anderen Video probieren, aber... Nur mit Feuerstein überleben, es wird immer krasser. Dann kommt irgendwann so die Steigerung, so YouTuber beefen sich wie bei anderen Genres und irgendwann ist es dann so mit einem Schuh und einer Blablabla überleben oder so ganz kranke Sachen dann. Ich muss überleben. Wenn ich das Feuer nicht rechtzeitig anhabe, wird es kritisch. Nehme ich mir ein bisschen was von meinem Vogelnest. Irgendwie sieht es gemütlich aus. Ich will mich so wärmen daran. Also relativ dünnes
Ey, wir hatten zu Weihnachten, habe ich ein Kaminfeuer im Fernseher angemacht mit Sound. Ey, Leute, es hat sich so angefühlt, als ob das Ding wärmer wäre als sonst. Einfach nur, weil die Sinneswahrnehmung sagen, das Auge sieht Feuer, das Ohr hört das Knistern, also fängt man an, es wärmer zu fühlen. Wie krass ist das eigentlich? Verrückt. Nichts ist schlimmer, als keinen Zunder zu haben. Weil einfach ein Stück Holz anzünden, das funktioniert nicht. Also das könnt ihr vergessen. Hier seht ihr meinen Moosteppich. Alles schön abgelegt. Da ist das Holzlager. Kann man gut erkennen. Wenn ich mich drehe, ist hinter mir die Rückwand vom Shelter. Ja, krass. Ein bisschen Vogelnest. Ja. Mehr ist es nicht. Vielleicht mache ich noch mal ein paar Höhlenmalereien. Aber ich werde mich jetzt ums Feuer kümmern, den Kameramann verabschieden und ich melde mich später zurück. Leute, ich muss mal, bevor der Kameramann abhaut, noch was zeigen. Und das müssen wir auf jeden Fall noch ändern, bevor jetzt einer geht. Und zwar ist hier drinnen übelst verraucht und vernebelt. Das machen wir jetzt wieder frei, damit hier oben der Rauch rausziehen kann. Ja. Das ist echt krass, wie drinnen hier der Rauch steht. Ich habe echt scheiße Angst, dass ich hier drin einfach krepiere, falls das Feuer ausgehen soll. Kohlenstoffmonoxidvergiftungen sind ja auch sehr schleichend. Das heißt, du verlierst das Bewusstsein relativ schnell. Und ja, das wäre natürlich kacke, wenn der Kameramann am nächsten Tag den Martin mit nicht mehr ganz so viel Energie vorfindet. Und dann kann halt der Rauch oben richtig abziehen, wenn ich das jetzt da öffne. Okay, das mache ich jetzt noch schnell. Nimm mal, ich komm mal kurz raus. Muss ich aufpassen, dass ich in das Loch falle. Das wäre jetzt echt der Fall. Krass, jetzt zieht schon der Rauch durch. Verdammt. Hast du eine Flamme? Ja, ich sehe die Flamme. Ja. Oh. Da kann hier der Rauch rausziehen, weißt du? Vielleicht weiß einer von euch, gibt es in Deutschland ein einziges Tier, na gut, wahrscheinlich Wildschweine, ne? Gibt es außer Wildschwein noch ein Tier, was einem nachts wirklich gefährlich werden kann? Dann schreibt es mir in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Du bist erst selber geblendet, bevor du was siehst. Okay, dann gehe ich jetzt wieder rein. Und kümmere mich ums Feuer. Mach's gut, Max, gib her. Max muss auch erst einmal durch diesen Wald zurücklaufen. Auch gar keinen Bock. Okay, wahrscheinlich sind die auch nicht so tief drin, logischerweise. Überleben mit Feuerzeug, was für eine sinnige Idee. Fünf Stunden später. Es zieht sich. Mein Hintern ist kalt. Mein Rücken ist kalt. Oh. So, wir haben jetzt 2:45. Nachdem ich immer wieder weggepennt bin und immer wieder eingeschlafen bin, ist auch das Feuer ab und zu ausgegangen. Meine Vorräte neigen sich langsam dem Ende. Das wäre jetzt, glaube ich, zu der Nullpunkt, wo man gar keinen Bock mehr hat. Muss ich auch noch mal raus was Neues holen. Oh, shit. War ja hier alles komplett voll, ne? Krass. Bisschen ist noch was, vieles nicht mehr. Boah, mir ist kalt, richtig, richtig kalt. So, aber so durchkalt, so brrr, komplett durch. Das Moos hier, das ist, naja, eher schlecht als recht. Ich hab nur keinen Bock, nachts nochmal raus. Oh, irgendwie Holz holen und dann wieder von vorne anfangen. Da muss ich jetzt ultra sparsam mit dem Holz umgehen, wenn ich bis morgen früh durchhalte. Man kann ja auch nicht immer lange schlafen, man muss immer wieder Holz nachlegen und so. Jetzt ist er anscheinend weggepennt. Jetzt ist genau das passiert, was ich Ihnen gesagt habe. Ist ausgegangen. Oh, das Feuer ist so gut wie aus. Ja. Dolle ist nicht mehr, ich muss auf jeden Fall nachlegen. Oh, mir ist so kalt. Mir ist so kalt. Oh Gott. Mir ist einfach richtig komplett durchgefroren, kalt. Erfrieren kann man auch schneller, als es einem lieb ist. Ich hab auch keinen Bock mehr, ehrlich. Ja. Ich hab die Scheiße hier. Ja, da sind jetzt die Viecher natürlich. Oh nee, ey. 3:22 Uhr. Real Talk, ohne Scheiße. Es hat gerade vor dem Shelter geknurrt. Lol. Entweder fängt jetzt an, mein Kopf mir Streiche zu spielen. Das ist ja wirklich die Best-Case-Situation. Oder da draußen rennt ein Vieh rum.
ganz böse mit Kopfschmerzen zu tun. Oh, ja, glaube ich. Augen brennen und ich krieg schwer Luft. Das ist halt dieses Ding hier. Ich habe jetzt hier an der Seite so ein bisschen was aufgemacht, was man das erkennen kann. Ein bisschen Moos rausgedrückt, weil es echt zu krass war mit dem Rauch. Oh. Weniger als anderthalb Stunden sollte es hell werden. Und dann kann ich endlich raus aus der Wildnis, wieder zurück in die Zivilisation. Feuer ist aus, aber Käfer im Gesicht. Gibt es auch eine Lösung. Tada! Einfach mit dem Stein kuscheln, der quasi ums Feuer rumgestellt war. Der stand vorher hier. Da stand der. Oh Gott, ich könnte das so nicht, ne? Jetzt habe ich mir den einfach hier so raufgelegt. Der ist richtig heiß, also mit bloßen Händen ist gefährlich. Aber so auf dem... So Wärme... auf dem Smog. Wärmekissen mäßig. Geht das. Einzige Problem ist, drückt auf die Blase und ich muss pipi. Man kann sich ja zur Not auch selbst anurinieren. Das hat er den Käfer, glaube ich, gesehen. Nee, immer noch nicht. Gott, ey. Ja, es wird langsam heller. Cooler Shot. Es ist 8.03 Uhr. Draußen ist es hell. Boah, sieht so geil aus irgendwie. Los geht's. Okay, er hat überlebt. Ich wundern, Freunde, das ist der Rucksack vom Kameramann. Da ist die GoPro und der Camcorder drin. Ja, genau. Und noch 2 Kilo Cheeseburger. Spaß. Habe ich den bei. So, die GoPro noch abbauen. Die hängt nämlich hier. Da hängt die GoPro. Die wird jetzt abgenommen. Die hängt aus Thermometer. Ich würde mal gucken. Okay, wir haben direkt hier am Schild 8 Grad. 8 Grad, aber schon noch aufgeheizt durch das Feuer, oder? Das ist okay, auf jeden Fall vertretbar. Auf geht's. Okay, jetzt zurücklaufen. Er hat nur ein Feuerzeug dabei. Der Lauf, den ich jetzt schon höre, der ist irgendwie hier drüben. Den werde ich einfach noch unten. Also, morgen im Wald finde ich jetzt irgendwie wieder gemütlich. Okay, mal gucken, ob ich hier direkt. Nur die Nacht wäre halt das Ende. Eiskalt, aber ultra lecker. Man muss dazu auch sagen, das ist krass, dass ich eigentlich Glück hatte, dass es nicht geregnet hat. Das ist relativ beständig war das Wetter. Es hat nachts angefangen zu stürmen. Das habe ich so mitbekommen, aber das war auch schon das Schlimmste eigentlich. Kalt war es, klar. Wir haben auch Winter. Es ist Dezember, ist ja auch klar. Und meine Hand hat gelitten. Schnittwunde am Finger. Die ist auch schon leicht geschwollen, ich merke das schon. Hier oben habe ich mir gleich die Haut angesenkt. Also, ich sag's euch, das ist schon auf jeden Fall eine krasse Nummer gewesen. In der Wildnis überleben. Wenn ihr zukünftige Abenteuer nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt den Kanal. Ich frage mich, ob man auch wirklich mit gar nichts überleben könnte. So, eine Nacht nur. Eine Nacht wird gehen. Mit Feuerzeug 3 Tage, das wäre zum Beispiel interessant. Damit ihr auch beim nächsten Selbstversuch dabei seid. Aber gutes Video an sich. Abschied, nicht vergessen, wer Schwitz stirbt. Das war meine Liebe, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh. Ja, nice Video auf jeden Fall gewesen, Leute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich freue mich sehr, dass der Martin überlebt hat, weil dann kann man sich auf jeden Fall noch in Zukunft ein paar Videos von ihm reinziehen. Bis später, bis morgen. Haut rein und bleibt gesund. Ciao.